Hallo bei Natürlich Mama antwortet. Und heute geht es darum, ob ich ein spiritueller Mensch bin. Ich denke, die Antwort ist einfach und klar, ja. Ich bin ein absolut spiritueller Mensch. Ich war es, glaube ich, schon immer. So viel ich weiß, als ich 4 Jahre alt war, habe ich schon mit Erwachsenen über den Himmel, den Tod gesprochen. Und meine Mama meinte, dass die Leute etwas, ja, Angst hatten, weil ich eben über solche Dinge gesprochen habe und trotzdem schon, also noch so klein war. Aber ansonsten, mein Vater ist dann gestorben, als ich 6 Jahre alt war. Und da habe ich mich dann natürlich noch mehr mit dem Tod auseinandergesetzt. So, was ist der Tod, was ist der Sinn des, der Sinn des Lebens? Und ich habe mir Religionen angeschaut, das Christentum und Buddhismus fand ich immer toll. Das war so das Erste, wo ich mich hingezogen gefühlt habe. Und ich habe mir aber auch irgendwie, ich habe mir auch den Hinduismus angeschaut, ich habe mir Judentum angeschaut und Islam habe ich mir angeschaut. Und letztendlich bin ich dazu gekommen, also zu dem Schluss gekommen, dass ich keine Religion brauche, weil ich habe zwar überall Gemeinsamkeiten gefunden in diesen ganzen Religionen, aber auch viele Sachen, die einfach nicht mit dem zusammengepasst haben, die ich für mich richtig finde, die ich für mich fühle. Und deswegen, wenn ich es mir aussuchen müsste, wäre ich wahrscheinlich eher zum Christentum geneigt, aber auch nur, weil ich darin eben, ja, ich war auf einer katholischen Schule und ich wurde einfach so erzogen. Ich habe auch mein Kreuz, das ich über alles liebe. Es ist eine wunderschöne Kette. Und die hat auch einen Wert für mich, unabhängig eben vom Christentum. Aber ja, ich feiere eben Weihnachten und Ostern und solche Dinge. Nur deswegen eigentlich. Und ich mag auch Kirchen, einfach von der Architektur. Und früher bin ich eben in der Grundschule oft in die Kirche gegangen, um mit meinem Vater zu sprechen, weil da war er eben schon tot und das habe ich mir dann auch irgendwie anbehalten, dass immer, wenn ich einen Ort gebraucht habe, um meine Gedanken zu sortieren oder wenn ich eine Antwort gesucht habe, dann bin ich in die Kirche gegangen, habe mich hingesetzt und habe einfach über die Frage nachgedacht und habe mir vorgestellt, wie meine Frage irgendwie aus meinem Kopf in die Kirche reingeht, irgendwie da rumschwebt mit all den anderen Worten und Gedanken, die schon gedacht wurden da drin, und dass dann die Antwort eben wie so Wörter wieder so sich zusammensetzen und wieder zu mir kommen, weil danach habe ich immer Klarheit gesehen, also Klarheit gefunden für mich. Ich habe, es war immer so, als irgendwann kam ein Moment, da kam einfach die Antwort, wie, ja, herbeigeflogen. Und deswegen mag ich Kirchen immer noch. Das, ja, es ist einfach für mich ein schöner Ruheort, ein Ort, wo ich kurz abschalten kann, wo nichts ist, was mich irgendwie ablenken kann. Zum Beispiel zu Hause, da ist eben alles meins. In der Kirche ist nichts von mir, da ist niemand, den ich kenne. Und da kann ich einfach abschalten, weil da ist eigentlich auch nicht so viel drinnen, außer ein Kreuz, ein paar Bildchen und sowas. Und ja, ich fand es ganz schön, die hohen Gebäude. Dann stelle ich mir eben vor, wie die ganzen Gedanken so nach oben gehen. Und ja, ansonsten zu meiner Spiritualität, was kann man dazu sagen? Ich glaube einfach daran, dass die ganze Welt aus Schwingungen und aus Frequenzen besteht. Und ich habe es mir einfach zur Aufgabe gemacht, dass ich nie wieder Depressionen haben möchte. Und auch nie wieder Depression haben werde. Denn jetzt, wo ich bin, es gibt kein Zurück mehr dahin. Wenn du einmal hier bist, wo du glücklich bist, wo du alles hast, da gibt es kein Zurück mehr. Ich meine, sie können dir alles nehmen, aber vom Kopf her kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jemals wieder so denke, wie ich damals gedacht habe. Und viele fragen mich auch wegen meiner Biografie, wo sie sie finden können. Aber ja, kauft sie nicht. Ich meine, es ist so schlecht geschrieben. Ich habe es eher so geschrieben wie ein Tagebuch. Das war zu meiner schlimmsten Zeit, wo ich dann fast gestorben bin.
Und ich dann dieses 27-Tage-Projekt gemacht habe, wo ich dann 27 Tage in einem Zimmer war und sie haben mir eben Essen bis vor die Tür gebracht und ich war die ganze Zeit mit mir alleine beschäftigt. Und in dieser Zeit habe ich eben alles rausgeschrieben. Das ist, die Biografie ist eigentlich so ein Auskotzen von allem, was schlecht war. So all die negativen Gedanken, alles, was mir Schlimmes zugestoßen ist, all die Verstrickungen und alles, was ich gefühlt habe, habe ich eben niedergeschrieben. Und irgendwann war nichts mehr Schlechtes in mir. Es war kein negativer Gedanke mehr in mir. Ich hatte irgendwann, war alles wirklich draußen. Und ich weiß noch, ich bin immer automatisch mit Sonnenaufgang, vor Sonnenaufgang sogar, bevor der erste Strahl kam, bin ich aufgestanden, war ich wach, habe aus meinem Fenster geschaut, das war Winter. Und dann kamen die ersten Strahlen und ich weiß nicht, es war, als hätte ich nie etwas Schöneres in meinem Leben gesehen. Es war eine wunderschöne Winterlandschaft und ich war zum ersten Mal, kam es mir vor, am Leben. Zum ersten Mal war ich am Leben. Was krass ist, denn ich bin jetzt 25, ich werde fast schon mittlerweile 26 und 15 Jahre sind da nicht wenig. Also wenn man sich das jetzt so anschaut, so ja, das war halt, ich habe keine Ahnung, was ich vorher gemacht habe, ganz ehrlich, wie ich überleben konnte so lange mit diesen ganzen Gedanken und dieses Buch eben. Wenn ich mir anschaue, was ich dort gelesen, also was ich geschrieben habe, was ich gedacht habe, was ich gefühlt habe und mir auch durchlese, was mir alles Schlimmes passiert ist, ist es für mich mittlerweile so abstrakt und absurd und fern. Es hat irgendwie nichts mehr mit mir zu tun. Es ist, als wäre das damals eine andere Person gewesen und das bin ich jetzt. Und deswegen bin ich auch etwas zögerlich. Ich weiß, ich habe es erwähnt im der Über-mich-Section in meinem Blog und ich hatte es auch verlinkt und dann habe ich aber die Verlinkung rausgenommen, aber habe eben das mit der Biografie noch nicht rausgenommen. Vielleicht mache ich das noch. Und Leute haben eben danach gefragt und ich bin dann etwas zögerlich, weil ich nicht möchte, dass ihr mich einfach mit etwas vergleicht, was schon gar nicht mehr ist. Das Buch habe ich damals veröffentlicht, weil ich eigentlich wollte ich, dass meine Familie es liest, weil ich das Gefühl hatte, dass sie niemals verstanden haben, wie schlecht es mir wirklich ging und wie schlimm das Ganze für mich war. Und ich wollte, dass sie einmal sehen, was alles passiert ist. Zum Beispiel die Vergewaltigungen, wo niemand, keine Ahnung, ich glaube bis heute niemand was weiß, oder wo ich mich umbringen wollte und nie ein Wort darüber gesprochen wurde. Und ich glaube, es war einfach so für mich so eine Art, so, ich weiß nicht, um eine Verbindung aufzubauen oder ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich auch kurz danach gleich den Vertrag gekündigt. Jedoch geht er noch bis 2015. Das heißt, bis dahin kann man das Buch noch kaufen. Ich muss mir selber auch noch ein Exemplar kaufen. Ich habe nämlich selbst gar keins. Ich habe nur das, was auf dem Computer, eine PDF. Aber ich hätte es auch noch gerne einmal. Einfach damit ich es habe. So, es ist zwar ein Teil von mir und irgendwie ist es doch etwas ganz anderes. Aber ich bin glücklich damit, denn sonst wäre ich heute nicht hier. Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn alles schön gewesen wäre. Deswegen bin ich dankbar für alles, was Schlechtes passiert ist. Und wenn ich es nochmal machen müsste, und ich wüsste, dass ich dann hier landen werde, würde ich alles nochmal machen. Ja. Ich würde alles nochmal so machen. Und all die Fehler nochmal so machen. Und alles geschehen lassen, wie es geschehen ist. Denn jetzt, wo ich bin, ist das Schönste überhaupt. Ich habe mich früher immer gefragt, wieso lebe ich überhaupt? Wieso habe ich mir ausgesucht zu leben? Und jetzt ist einfach, ich merke jeden Tag, dafür bin ich hier. Es ist das Schönste. Es ist, ich kann mir nichts Besseres vorstellen als das Leben. Das Leben ist einfach so wertvoll, so wundervoll. Und
Ich sitze hier auf einer Wiese und ich sehe Schmetterlinge, Grashüpfer, ich höre Fliegen, ich sehe Blumen, ich rieche das Gras, ich sehe Grün, ich sehe Blau, einen blauen Himmel, ich sehe so viel und das habe ich so lange nicht gesehen. Und ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar beneidenswert, dass ich so ein schreckliches Leben hatte, weil ich eben alles jetzt umso lebensfroher und farbenfroher sehen kann. Und vielleicht würde dem einen oder anderen so ein helfen, dass sie auch mal aufwacht und seht, wie viel Schönheit hier draußen ist. Und ja, das ist einfach für mich Spiritualität. Das Leben ist für mich spirituell. Es ist so schön, es ist alles im Einklang und ich check mittlerweile auch immer alles mit meinem Gefühl ab. Das heißt, mir ist egal, was irgendjemand sagt. Das Wichtigste ist immer, was ich fühle und was ich denke. Und wenn ich einen Gedanken habe, der nicht mit dem zusammenpasst, mit meinen Glaubenssätzen und mit dem, wer ich wirklich bin, dann spüre ich, wie es in mir einfach hier in der Brust und im Hals geht es einfach zu. Und wenn es ein Gedanke ist, der eben gut für mich ist, der auch mit meinen Glaubenssätzen konform ist und alles, dann spüre ich, wie die Brust einfach aufgeht und wie ich besser atmen kann. Und dann weiß ich, okay, das sind die richtigen Gedanken. Und bei den anderen Gedanken, wo es eben zugeht, da muss ich eben noch so ein bisschen rumswitchen und schauen, bis ich eben das Gefühl habe, bis es für mich passt. In diesen 27 Tagen, von denen ich euch erzählt habe, hatte ich eben auch die Erkenntnis, dass ich der wichtigste Mensch bin in meinem Leben, was sich absolut egoistisch anhört und für mich nie zusammengepasst hat mit Spiritualität. Für mich war es immer so, immer den anderen helfen, immer schauen, dass es den anderen gut geht. Ich bin unwichtig, ich muss selbstlos sein, das ist Spiritualität. Und dann einfach zu erfahren, so, dass es genau das Umgekehrte ist. Ich muss mich um mich kümmern, ich muss mich als wichtig empfinden und sehen und ich sollte eben die erste Person für mich sein. Denn wie soll ich denn sonst meine Dankbarkeit dafür, dass ich hier bin, dass ich sein darf, wie soll ich das denn ausdrücken, wenn ich die ganze Zeit sage, ich bin nicht wichtig? Was sage ich denn dann? Dann sage ich so ungefähr, ja, das Universum, whatever, der Creator, Gott, wie immer ihr es nennen wollt, ist ein Versager. Denn er hat so etwas wie mich gemacht. So, ich weiß nicht, es ist fast schon respektlos, wenn man sich selbst nicht liebt. Ist das gegenüber der Schöpfung? Ist es respektlos, wenn man sich selbst nicht liebt und sich nicht als wichtig erachtet? Und das war für mich einfach so eine krasse Erkenntnis. Und deswegen mache ich wahrscheinlich auch jetzt all diese Sachen. Eben, dass ich mich mehr um mich kümmere, dass ich gesund sein möchte, dass ich nicht so viele Gifte in mich reintun möchte und dass ich natürlich Mama mache. Natürlich Mama bringt mich spirituell so viel weiter, weil es etwas ist, was mir am Herzen liegt, was ich gerne mache, was mich glücklich macht. Und es macht mich glücklich, dass ihr eben auch was davon habt, dass ich etwas tun kann, was für mich gut ist und für die Welt gut ist. Und das ist, glaube ich, so ja, das Gleichgewicht, das ich für mich brauche, für mich selber brauche. Und ihr braucht nicht irgendwo hinzugehen, um die Welt zu verändern. Ihr braucht auch nicht eine Lösung zu finden, um die ganze Welt zu verändern, zu verbessern. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist in den Spiegel zu schauen und ehrlich zu euch zu sein. Was seht ihr, wenn ihr in den Spiegel schaut? Und da solltet ihr anfangen. Ihr müsst bei euch anfangen. Und damit meine ich eben nicht bei euch. Ihr müsst jetzt rausgehen und Hunde retten gehen und ihr dürft kein Plastik mehr benutzen oder sowas, sondern bei euch anfangen mit euren Gedanken, mit eurer Selbstliebe, mit eurem Selbstwert. Und für mich ist das auch schwierig. So glücklich, wie natürlich Mama mich auch macht, ist es sehr schwierig für mich, so ehrlich zu sein und so
das öffentlich zu sagen. Ich meine, hier ist eine Kamera, das ist noch okay, aber ich bin sonst eher ein introvertierter Mensch und ich bin auch vor der Kamera schon nervös. Stellt euch vor, ich würde vor einer Gruppe von Menschen reden. Ich würde wahrscheinlich kein Wort rausbekommen. Und ja, ich bin mir im Klaren, dass ich mich damit sehr verletzlich mache sozusagen, weil jeder schreiben kann, jeder Mongo kann kommen und sagen, ja, ist Bullshit und whatever. Aber ich glaube, ich bin gefestigt genug. Ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, was ich denke, ich weiß, was ich fühle und ich bin sehr glücklich. Und deswegen möchte ich, ja, ich möchte das einfach mit euch teilen, damit ihr auch die Möglichkeit habt, zu sein, wer ihr wirklich seid. Und das ist eben auch mein Gedanke dahinter. Wenn ihr seht, es gibt noch andere Leute, habt ihr vielleicht den Mut, es gleich zu tun. Naja, das war's auch schon. Bye.